Wir werden diese Wahl gewinnen, sagt US-Vizepräsidentin Kamala Harris in einem Telefonat mit wichtigen Parteispendern. Wir wissen, welcher Kandidat bei dieser Wahl das amerikanische Volk an die erste Stelle setzt. Unser Präsident Joe Biden. Biden hatte kurz zuvor noch einmal erklärt, er werde weiterhin im Rennen um die US-Präsidentschaft bleiben. Nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person nahm Harris an dem Gespräch auf direkten Wunsch von hochrangigen Beratern des Präsidenten teil. Die Großspender der Demokraten waren zu einem 30-minütigen Briefing eingeladen worden, um dringende neu entstandene Bedürfnisse zu diskutieren. In den vergangenen Tagen war die Zahl derer stetig angestiegen, die Bidens körperliche und geistige Verfassung für eine Kandidatur und seine Siegeschancen zum Teil auch öffentlich in Frage gestellt hatten. Mehr als 30 demokratische Senatoren und Abgeordnete des Repräsentantenhauses haben sich öffentlich für seinen Rückzug ausgesprochen. Nach Angaben von Insidern haben mehrere große Parteispender der Demokraten angedeutet, sie könnten ihre Gelder zurückhalten, wenn Biden weiterhin im Präsidentschaftsrennen bleibe. Vizepräsidentin Harris ist als ein möglicher Ersatz Bidens im Gespräch. Der Amtsinhaber, der sich derzeit wegen einer Corona-Infektion isoliert und nicht öffentlich auftritt, gibt sich nach außen bis dato unbeeindruckt von der parteiinternen Rebellion und hat für die kommende Woche seine Rückkehr auf die Wahlkampfbühne angekündigt. US-Medien zufolge schließt der 81-Jährige angesichts des enormen Widerstands in den eigenen Reihen insgeheim einen Rückzug aber nicht mehr kategorisch aus. Hinter den Kulissen versucht Medienberichten zufolge auch die allererste Reihe der Partei, Biden zum Rückzug zu bewegen. Bidens früherer Chef, Ex-Präsident Barack Obama, soll ebenfalls Bedenken geäußert haben.